Wie ich das gute alte Twilight Town doch vermisst habe, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part sind wir hier in Twilight Town wieder angekommen, um dem Geheimnis des mysteriösen Fotos nachzugehen, welches wir einfach in einer Box gefunden haben, die uns hinterlassen wurde von irgendeinem Typen. Toll. Ich würde aber erst sagen, wir rüsten einfach mal den mysteriösen Graben aus. Wir haben ihn ja bekommen. Ist zwar ziemlich schwach, weil wir es... Naja gut, eigentlich hätten wir es nicht früher bekommen können, haben wir erst nach dem Ursula-Fight bekommen. Also spät, frühestens nachdem wir Magnera bekommen haben, können wir auch dieses Ding bekommen. Und ich will es einfach nur mal ausprobieren. Ihr kennt mich ja. Ach ja, das Abendrotviertel. Mal gucken, was wir hier so alles finden können. Ich gehe von Schatztruhen und Puzzleteilen aus. Alter Mann, lange nicht gesehen. Ich kenne dich ja gar nicht. Hast du dir den Sonnenuntergang vom Abendrothügel angesehen? Er sieht sogar noch hübscher aus, wenn man dort mit jemandem hingeht, den man liebt. Ich glaube nicht, dass das dann damit zusammenhängt. Man empfindet es nur vielleicht so. Ach, die Chemie im Herzen. Und im Kopf eher. Egal. Abendrothügel. Und ein kleiner Furz. Mein Hund läuft zwar gerne frei herum, aber er kommt immer wieder nach Hause. Wie eine Katze. Es ist Cat-Dog. Meow, Cat-Dog. Ich bin hierher gekommen, um diesen Zug zu sehen, der ohne Zugführer fährt. Ich bin schon den ganzen Tag hier, aber der Zug kommt einfach nicht. Oh. Ja, nur Auserwählte können ihn sehen. Muhaha. Kommen hier Gegner? Nö. Naja, okay, es sind ja NPCs hier. Das wissen wir ja, alte Kingdom Hearts-Regel. Wenn NPCs da sind, kommen keine Gegner. Diese Skulptur wurde dem markanten Hauptbahnhofsturm nachempfunden. Mülleimer. Oh, das ist so schön hier. Ich liebe diese Welt. Und meins. Und mehr gab's ja auch schon nicht. Geil. So kriege ich das Puzzleteil. Könnte... Hey, wieso hast du gleich so einen Doppelsprung gemacht? Was ist das denn, Sora? Sora, was ist das denn? Schon besser. Ups. Ups. Und yeah. Who's the man? The man with the plan. Voll die dumme Straßenbahn fährt immer nur nach links und rechts. Voll dumm. Oh, hier guck mal. Fast übersehen. Schauing. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas? Nö, dann fahren wir mal eine Runde mit der Bahn mit. Sagt jetzt nicht, dass Donald und Goofy im Weg sind. Goofy, komm. Für deine Gesundheit ist es besser, durch die Tunnel zu laufen, als mit der Tram zu fahren. Ich darf selbst entscheiden, was ich mache, okay? Ne. Whee! Ich wollte schon sagen, weh, die blockieren jetzt schon wieder die Scheißbahn. Hups. Whee! Orichalcum Plus, einfach mal so. Einfach mal so ins Gesicht geschissen. Im Abendrotviertel kursieren Gerüchte über die sogenannten sieben Wunder. Angeblich lassen sich alle leicht erklären, aber da steckt doch bestimmt mehr dahinter. Da habe ich mit Roxas alles schon herausgefunden, da steckt nicht mehr dahinter. Alles scheiße. Voll der Nebel da unten. Ah, es ist so schön. Das ist voll, das ist ja wirklich voll auf so einen Hügel gebaut. Das ist voll krass. Ich hätte da voll Angst, dass irgendwann mal das zusammenbricht oder so. Aber hey, that's just my opinion. Abilitamin. Als ob ich es nicht schon gerochen hätte. Es roch so nach Abilitamin. Und Furz. Aber das war ich. Sunset Station. Haben wir hier irgendwas? Abendrotbahnhof. Hallo Ulmchen. Junge Leute nehmen anstatt der Tram ja die Verbindungstunnel, aber ich bin zu alt für so etwas. Naja, das kann ich verstehen. Da sind momentan ein paar komische Gestalten unterwegs. Zielbahnhof, Hauptbahnhof. Na dann. Ja. Erstmal wieder die HP auffüllen. Ist da... Ach nee, das ist eine Bank. Ich dachte schon, das wäre ein Sofa. Sah voll komisch eben aus. Okay, dann müssen wir jetzt durch die Tunnel zurück, ne? Das ist jetzt komplett optional hier eigentlich, aber es ist halt nur für Schatztruhen und Puzzleteile eigentlich mega nice. Mega sweet, würde ich sagen. Können wir nicht hier auch? Nee. Gibt nur einen Verbindungstunneleingang. Der befindet sich dort.
Nee. Ich wette, in der Nacht treiben sich da voll die Gangster drin rum. Aber es wird ja hier nie nachts. Es bleibt immer Sonnenuntergang. Es blubbert, wenn man schlägt. Boing. Boing. Zwielichtsplitter. Ich würde aber sagen, wir haben schon wieder genügend gesehen von dem mysteriösen Graben. Ich wollte ihn ja nur mal ausprobieren, also können wir gleich wieder zum schlafenden Löwen wechseln. Er ist einfach männlicher und hat eine größere Reichweite. Ey, willst du mich anscheißen hier oder was? Boing. Das ignorieren wir mal jetzt gepflegt. Tunnelsystem. Geil. Heiner Penz und Olette, die müssten in ihrem Treffpunkt sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, Spieler. Boing. Nichts geht mehr, Mann. Ah, ich wollte gerade Dreieck drücken. Ich will keinen Spruch machen. Macht ihn tot, Leute, macht ihn tot. I demand you. Ey, mich greift ein Würfel an. Ein Würfel wird von einem Würfel malträtiert. Jetzt reicht's mir aber mal. Oh, das Zwielichtsplitter. Blablabliblablödel. Ich wollte ja einmal skateboarden. Na, guck mal, wen wir hier haben. Ey. Ey. Du wagst es. Elende Bitch. Ich bin ja überlegen, diese Mission hier teilweise, die, da muss man ja auch Aufgaben machen, also so, so diese besonderen Aufgaben aus Jiminis Tagebuch. Ich bin ja überlegen, ob ich die euch zeigen sollte oder Offscreen machen sollte. Ich glaube sogar eher, dass die zeigungswert sind. Ja, ich glaube, die werde ich euch zeigen. Mit so ein paar Tricks, wie man die leichter machen kann und so. Aber erstmal nochmal hier. Ja, das alte Herrenhaus ist ja dort. Aber sollte man nicht erst zu Heiner Penz und Olette Omelette gehen? Boing. Stir, I say. Yeah, man. Oh, Hallöchen. Sexy Lady. Tote Sexy Lady. Wo sind die Boobies? Keine da. Was macht ihr Stinker denn immer da, ey? Denkt ihr, ihr wärt's? Wärt ihr so ein Nutella-Brötchen hier? Oh, noch mehr von denen. Scheiße. Stellungsspiel. Bong. Und der ist für dich. Das Struggle-Turnier müssen wir ja auch nochmal machen mit Sora. Oh. So viel zu tun, so wenig Zeit. Wir müssen schnell zum Herrenhaus. Ich würde schon gerne zu Heiner Penz und Olette vorgehen. Ob die noch irgendwas zu sagen haben? Ich gehe einfach mal hin. Oh, hallo. Aha, Triple Kill. Nee, nee, nee. Die Anhöhe. Natürlich, das ist sehr angehört. Und komm, ihr Gegner. Oh, Füße und Samurai. Alles voller Niemand hier, ey. Nur ein Duktilstein. Duktil, sehr schön. Boing. Ja, auf jeden Fall kann ich hier jetzt gut Zwielicht und Duktil dann farmen. Die letzten zwei Sachen, die uns zum Sammelziel fehlen. Sehr schön. Füße! Stirbt! Ey! Duktilsplitter und noch ein Duktilsplitter. Sehr schön. Hallo? Ey, die sind ja gar nicht da. Was für Nasen. Na gut, dann auf zum Herrenhaus. Bla 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 da da da.
Da oben ist ein Puzzleteil. Das ist ziemlich weit oben, aber komme ich da mit dem Skateboard dran? Oh, Hallöchen. Ja. 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 Oh, this is it. It's over. Du hast ihn gut getroffen, Sora. Da Capo, Zugabe, da Capo. Garage. Noch einer. It's over. Back off. Erwischt. This is it. Sora rastet immer völlig aus. Wo ist denn das Skateboard? War das nicht hier oben? Ach, das ist da unten, oder was? Oh, ich laufe immer in die komplett falsche Richtung. Hm? Wo ist das Skateboard? Wo ist das Skateboard jetzt im Ernst? Hä? Ach so, das erreichen wir anders. Okay, hab's schon verstanden. Dann erreichen wir das halt noch nicht. Wir haben mal eh schon viele Puzzleteile wieder erhalten. Oh, Mann, ey. Who do you think you are? Aber kann man gut auch leveln hier. Ja, ich will doch nur auf den schnellsten Weg zum Herrenhaus. Was soll denn diese Wurst hier? Beschwer mich nicht, ich brauche ja eh eure Materialien. Dum 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 dum. Hallo. Hi, Tänzerin. Zwielicht Tropfen. Ah, die geben die Tropfen, okay. Zerfetzt habe ich sie. Auf zum Waldstück. Ist Vivi wieder hier? Nein, aber Viecher. Ey, der hat mich abgeschossen. Was macht der denn da hinten, Mann? Der denkt, der wär's jetzt. Die geben mir ja keine Drive-Kugeln, das ist das Blöde. Deswegen lohnt es sich auch nicht, hier in die Meisterform zu wechseln. Die levelt man ja nur mit Drive-Kugeln. Was machst du denn da? Denkt der, wär's, ey? Was zum? Das habe ich jetzt überhört. Das alte Herrenhaus. Wir sind da. Guten Morgen. Hey, alles in Ordnung? Was ist passiert? Wir haben hier nach Kairi gesucht, aber dann griffen uns diese weißen Gestalten an. Ja, das hättet ihr doch gar nicht tun müssen. Und ob wir das mussten? Einem Freund in Not muss man doch helfen. Du hast recht. Stimmt. Kairi ist jetzt auch eure Freundin. Es heißt, in dem Haus hier würden seltsame Zeitgenossen ein- und ausgehen. Wir dachten, es könnte sowas wie ein Tor in ein anderes Twilight Town sein. Ein anderes Twilight Town? Was meinst du damit? Hey, Goofy, könnten wir vielleicht mal deinen Kristall sehen? Den Beutel habe ich selbst gemacht und ich habe ihn noch. Davon dürfte es also keine zwei geben. Und das ist die Trophäe, die Cypher Sora gegeben hat. Ihr habt sie liegen lassen, wisst ihr noch? Sie ist einzigartig. Genau wie die Kristalle. Rot, gelb, grün, blau. Nur einer pro Farbe. Aber ihr habt euren eigenen. Also, woher habt ihr die Sachen? Den Beutel hat uns der König gegeben. Darin waren Geld für den Zug sowie der blaue Kristall. Aber woher hat dann der König die Sachen? Eben. Es muss noch eine andere Stadt wie diese geben. Das würde auch erklären, woher der König Beutel und Kristall hat. Dann ergibt alles Sinn. Tut es das? Alles, was uns hier abgeht, muss es dorthin verschlagen haben. Auch Kairi. Na klar. Alte Stinkepos, Mann. Und der König noch dazu. Was geht mir ab, Mann?
Kämpfe an der Seite von König Mickey und besiege alle sexy Pokes. Na klar, Mann. Krieg ich ein paar Items? Ich hoffe doch. Wie der abgeht, Mann. Naja, er ist ja auch ein Schlüsselschwertmeister, ne? Ja, der kann sowas. Boing. Nee. Immer diese Füße, jetzt Samurais auch noch, wie die sich so galant bewegen. Aber nicht galant genug. 12 Uhr mittags? Oh nö. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Mickey kommt mit einem nicht klar, ey. Yeah, level up. Magiekraft. Nutzen wir sie doch gleich. Maximum HP, Glücksboost und Maximum HP. Oh, Glücksboost, sehr geil. Ich hab Nachrichten, Freunde. Ich weiß, wo Anthem steckt. Anthem der Weise. Der echte Anthem. Er hat sich in die Festung der Organisation 13 eingeschlichen. Und wir wissen jetzt, wo Kairi ist. Ich bin mir sicher, wir irren uns nicht. Warum seid ihr eigentlich hergekommen? Jemand hat uns einen Hinweis gegeben. Und wer? Sora glaubt, es könnte Riku gewesen sein, Eure Majestät. Das war nur so ein Gefühl. Wenn du das glaubst, dann trügt dich dein Gefühl wohl auch nicht. Heißt das, Riku geht es gut? Wenn dir das dein Gefühl sagt? Ich habe lange genug gewartet. Sagt mir, was ihr wisst. Das darf ich aber nicht sagen. Aber warum nicht, Eure Majestät? Ich muss mein Versprechen einhalten. Ihr habt Riku etwas versprochen? Dann geht es ihm gut und ich kann ihn wiedersehen. Hä? Wer ist Riku? Mein bester Freund. Alles klar. Eure Majestät, ihr habt den Beutel mit dem Kristall von Riku bekommen, stimmt's? Und ihr habt ihm versprochen, nichts zu sagen, oder? Was soll ich dazu sagen? Just jetzt! Genau, gehen wir. Kairi, Riku, wir kommen. Plausibel, plausibel, das alte Herrenhaus. Ich bin mir sicher, man kommt durch das Geisterhaus in das andere Twilight Town. Vor allem die Aussage so, jetzt macht alles einen Sinn. Paralleluniversum, das macht Sinn. Dann wird nichts wie rein. Dieser Ort hält bestimmt ein Geheimnis für uns bereit. Naja, nicht für euch. Ich gehe da nur rein. Ihr seid es nicht wert. Scho, da komme ich doch jetzt hoch. Voll abgerutscht. Hier komme ich so nicht rauf, hä? Okay, dann muss ich das... Hüpsilabada. Oder komme ich... Komme ich dorthin? Da komme ich doch locker drauf. Das war ein lockeres Jahr für das Puzzleteil. Oder auch nicht. Heps. Hey. Nein. Na okay, das erreiche ich noch nicht. Dieses Geisterhaus macht mir Angst. Da sind doch bestimmt irgendwelche Monster drin. Naja, für niemanden. Mickey, Mann, was sagst du dazu? Riku wird ganz schön böse auf mich sein. Aber wir müssen uns jetzt erstmal beeilen und das Herrenhaus durchsuchen. immer glücklich sein. Immer glücklich sein. Gehen wir jetzt schon rein? Na, ich würde mal sagen, um die Spannung aufrechtzuerhalten, wenn wir jetzt hier den Part und im nächsten Part gehen wir dann ins Herrenhaus rein, meine lieben Freunde. Welche Geheimnisse werden dort auf uns warten? Das finden wir im nächsten Part daraus, meine lieben Freunde. Bis dahin! Tschüsselchen!